Hallo liebes Publikum. Heute begrüßen wir euch ganz herzlich aus dem Foyer des Konzertsaals Kieler Schloss. Wie ihr alle wisst, sind die Sanierungspläne für diesen Saal ziemlich weit fortgeschritten. Und wir wollen heute den Tag einmal nutzen, um ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Dazu habe ich heute an meiner Seite Hendrik Euding-Stahl. Herzlich willkommen. Er ist Projektleiter dieses Sanierungsprojektes und Architekt bei der Immobilienwirtschaft der Landeshauptstadt Kiel. Und, darüber sind wir wahnsinnig glücklich, ein echter Fachmann auf dem Gebiet der Sanierung von Theater- und Konzertsälen. Wir wollen euch also heute mitnehmen auf eine kleine Reise hier durchs Schloss, ein bisschen durchs Schloss wandeln und Hendrik Euding-Stahl wird uns vor Ort erklären, mir auch ganz persönlich, wie die Veränderungen, die wir bisher natürlich nur aus der Papierform kennen, in der Realität aussehen werden. Lieber Herr Euding-Stahl, vielleicht können Sie uns hier vor Ort einmal wirklich konkret sagen, was wird sich hier sichtbar und vielleicht auch unsichtbar für das Publikum verändern? Also es wird sich eine ganze Menge verändern, auch im unsichtbaren Bereich eine ganze Menge. Das betrifft die gesamte Haustechnik, Klimatisierung, Lüftung, die gesamte Elektrik, die Medientechnik, vor allen Dingen ganz wichtig für die spätere Nutzung. Es gibt aber auch ein paar, wie soll man sagen, gravierende Punkte, die, glaube ich, auch jedem Besucher auffallen. Das ist zum Beispiel hier diese Aufzugsanlage, die Sie sehen, die außen mal addiert worden ist, die im Grunde genommen nicht alle Ebenen des Saales erreicht. Also Barrierefreiheit ist ein ganz großes Thema hier für den Saal. Betrifft übrigens auch im Innenbereich des Saals eine Induktionsschleife zum Hören. Und natürlich zum Zweiten die Einbauten, die in den 70er Jahren gemacht worden sind, die teilweise auch funktional falsch platziert sind, einfach weil sie... Also was heißt Einbauten? Diese Bar quasi gab es ursprünglich an dieser Position? Die gab es dort nicht. Und die hat natürlich auch den Nachteil, dass Publikum, was in der Pause herausgeht, kann das vielleicht von hier nochmal zeigen, praktisch direkt vor der Bar endet und insofern ein Stau entsteht beim Herauskommen aus dem Saal. Und diese Geschichten, also alles, was addiert worden ist, sagen wir mal, so im Laufe der Jahre, werden wir erstmal wieder ausräumen und dann neu platzieren, Garderoben neu platzieren, aber auch die ganze Gastronomie entsprechend ändern. Also wenn ich mich recht erinnere an die Pläne, die ich gesehen habe, wird sich ja hier in diesem Bereich auch ziemlich krass was ändern. Können Sie das mal beschreiben? Ja, also zum Ersten wird die Garderobe jetzt in dieser Ecke später situiert sein, aber das eigentlich Entscheidende ist, dass wir in diesem Bereich hier vorne eine Öffnung schaffen werden unter dem Förderfoyer, genau, als neuen Zugang, Ausgang, einmal wettergeschützt für Pausensituationen, aber auch um ein Stück weit das Thema, den Blick auf die Förde, mhm, praktisch in das Besuchserlebnis mit zu integrieren, ja, sozusagen. Herr Euding-Stahl, wenn man die Berichte aus der Eröffnungszeit liest, wird immer als Highlight, als optisches Highlight die Freitreppe benannt. Jetzt ist momentan relativ wenig von der Freitreppe zu sehen. Ja. Wird wieder eine Freitreppe werden. Diese Einbauten hier sind natürlich ein Stück weit aus der Not geboren, dass zu wenig Lagerfläche im Moment im Haus überhaupt vorhanden ist. Also hier werden einfach... Das ist schlichte Lagerung. Und das hängt natürlich zusammen mit dem NDR, der das Gebäude verlassen wird, insofern diese Doppelnutzung nicht mehr stattfindet und wir ca. 1200 Quadratmeter Fläche im Untergeschoss dazu gewinnen für eine gesamte Nutzung. Und das bedeutet natürlich, dass wir solche Dinge zukünftig nicht mehr machen müssen. Also das ist toll. Wir merken also die Tatsache, dass der NDR aussieht, nicht nur positiv hinter der Bühne, sondern es ist sogar für das Publikum hier vorne. Ja, am Ende ja. So kann man sehen. Also wenn ich es richtig verstehe, bedeutet das für das Publikum, dass man einfach viel mehr Platz haben wird, dass sich weniger Stau ergeben wird und dass es einfach komfortabler wird, auch von den Abläufen. Also hier zum Beispiel wird keine Garderobe mehr sein, sondern was wird sich jetzt später hier befinden? Hier wird sich später die Gastronomie befinden, also das, was jetzt in den Seitenbereichen stattfindet. Also kein Anstehen mehr an den Seiten, genau, wenn man aus dem Zuschauerraum, genau, rauskommt. Und es soll natürlich auch ein attraktives Bild an dieser Stelle entstehen, wenn man das Foyer betritt, mhm, dass man hier eine Gastronomie vorfindet, sich eingeladen fühlt, einmal an dieser Stelle, aber auch im Förderfoyer, mhm, zukünftig. Also wenn man jetzt hier den Blick ins Förderfoyer streifen lässt, fällt halt auch auf, dass diese Stilistik wieder eine ganz andere ist, als die, die man nebenan findet.
Und wenn man aber die alten Bilder aus dem Förde-Foyer sich anschaut, war das ganz anders, oder? Also es war nicht diese, sag mal, vorsichtig Gemeindehausatmosphäre, die jetzt vorherrscht. Also weder die Verkleidung der Stützen noch die Beleuchtung, auch die Lampen hier, alles ist nachträglich addiert worden. Vielleicht ein bisschen mit dem Gedanken, einen Schlosscharakter irgendwie nachzuempfinden. Das tut dem Raum eigentlich nicht gut. Besser ist dieser karge, einfache Stil der 50er Jahre. Und einfach nur der Blick raus auf die wunderbaren Förder. Genau, diese offene Fassade, die hier angedacht ist, wirklich über die ganze Breite. Und auch die Barsituation, die wir dann auf dieser Seite errichten werden, wird einen ganz anderen Charakter haben als das, was wir jetzt im Moment hier sehen. Wir haben natürlich im Konzertsaal selber und dort im Foyer ein bisschen bessere Möglichkeiten. Dieser Raum ist tatsächlich etwas schwerer in den Griff zu kriegen. Betrifft die Dämmung als Möglichkeit, sonderlichen Wärmeschutz. Weil es oben drauf nichts gibt und unten drunter gibt es nichts. Ja, genau. Und es ist baulich einfach nicht viel Platz vorgesehen, sozusagen. Das wird eine Herausforderung werden, aber wir werden eine Kühlung bekommen. Wir werden die Lüftung entsprechend ausrichten. Also insofern können wir schon davon ausgehen, dass das hier auch aushaltbar wird und ein Raum wird, der entsprechend angenommen werden kann. Also es soll ein Raum werden, an dem man sich zu jeder Tages- und Nachtzeit treffen kann und der ein attraktiver Ort für alle Altersgruppen sein kann. Genau. Ja, jetzt sind wir im Konzertsaal, quasi im Herzstück des Konzertsaals Kieler Schloss. Und was natürlich auf Anhieb einen positiv anspricht, ist diese Mischung aus dem warmen Rot und dem Gold. Das sind sicherlich aber Sachen, die bleiben werden. Ja, also na klar, über die genaue Farbe später des Bezugsstoffes und so weiter. Also ich glaube, das ist was unser Publikum wahnsinnig interessiert. Ja. Was passiert mit diesen Sitzen? Weil das höre ich, höre ich ganz oft aus dem Publikum von wegen, oh, die Sitze im Kieler Schloss und also mein Polster oder meine Feder, die tut's nicht mehr. Ja. Also wir werden im ersten Schritt eine Untersuchung machen, ob diese Stühle überhaupt überarbeitbar sind oder nicht. Das muss man prüfen, weil das Denkmal... Das muss man prüfen, weil die Bestuhlung unter Denkmalschutz steht. Und das ist der erste Schritt, den wir jetzt gerade auf den Weg bringen. Im zweiten Schritt dann entweder eine Überarbeitung der Bestuhlung oder aber ein Neubau, der in der Art der jetzigen Bestuhlung gebaut ist. Denn natürlich kennen wir die Mängel der Bestuhlung, das Runterhängen, das Durchsitzen, das Hängenbleiben der Sitzlehnenflächen der Fläche, genau, nach unten, die einfach nicht mehr hochklappen. Ja, genau. Überhaupt, also und das Wackeln ganzer Stuhlreihen, wenn sich jemand bewegt und so weiter, das sind also alles Dinge, die wir überarbeiten werden, so dass sie nicht mehr auftreten. Also an sich aber beeindruckend, dass die so lange gehalten haben, oder? Ja, kann man umgekehrt auf jeden Fall sagen, ja. Ja, jetzt stehen wir auf dem Podium und ich kann immer wieder nur sagen, ich kenne keinen anderen Saal, der so ein großes Platzangebot hat, ja fast 1400 Plätze, und trotzdem so eine Intimität hat und man so nah beieinander ist. Also man ist ja als Ausführender wahnsinnig nah am Publikum dran und aber auch das Publikum ist unfassbar nah am Geschehen dran. Ja, das ist auf der einen Seite, glaube ich, wirklich fast ein Alleinstellungsmerkmal von diesem Saal. Er hat natürlich dadurch auch ein paar akustische Nachteile. Die wir vor allem hier auf der Bühne kennen, genau, ja? Gar nicht so sehr im Publikumsbereich. Ja, nur ich wollte sozusagen auf diese Probleme kommen, eben weil sie ein Stück weit auch aus diesem Publikumsbereich herrühren. Mhm. Weil man hat damals durch diese Anordnung der Bestuhlung keine seitlichen Reflexionsflächen praktisch gehabt für das Orchester hier auf der, klar, auf weil der Bühne. Klar, da ist überall Publikum. Es sitzt überall Publikum. Mhm. Das hat zum einen eben den Effekt dieser großen Nähe, die Sie beschrieben haben, zum anderen aber fehlt uns da ein Stück weit Reflexion, Diffusion für das Orchester, für das Hören untereinander der einzelnen Stimmgruppen. Und das ist ja im Grunde genommen das Thema, was wir in der Hauptsache sozusagen bearbeiten in Bezug auf die raumakustische Planung hier im Saal. Das ist so ein Beispiel, ne? Ja. Ich probiere es jedes Mal wieder.
Ja, aber das interessiert, also im Grunde genommen, das erscheint ein untergeordnetes Problem. Nur wenn Sie das in einer Reihe haben. Ja klar, dann kommt keiner mehr vorbei. Ne? Und einen Notfall haben, ja, dann wird es richtig schlimm. Und diese Dinge müssen behoben werden, auf jeden Fall. Und zwar auch so behoben werden, dass sie technisch einwandfrei, dauerhaft funktionieren. So, jetzt befinden wir uns im Backstage-Bereich. Und hier wird sich, glaube ich, noch viel, viel mehr verändern als vorne im Zuschauerbereich. Ja. Allein begründet dadurch, dass der NDR, also die Landeshauptstadt Kiel, hat sich mit dem NDR Gott sei Dank darauf verständigen können, dass der NDR hier auszieht und endlich der ganze Hinterbühnenbereich so genutzt werden kann, wie es ursprünglich eigentlich gedacht war. Oder? Ja, Sie sprechen das genau richtig an. Das Gebäude ist symmetrisch aufgebaut. Wir hätten auf beiden Seiten Zugänge für die Bühne. Nur durch die zwei Nutzer, die unterschiedliche Anforderungen an ihre Nutzungsbereiche haben, ist der Bereich des NDR ja immer verschlossen gewesen, während andere Nutzungen hier im Hause stattgefunden haben. Ja, also auch ihre Konzerte, genau. Bis auf die Konzerte des NDR selber. Mhm. Aber das bedeutet eben, dass genau dieser Durchgang, diese Durchgangshöhe eine ganz schwierige Hürde für alle sind. Also man muss sich ja vorstellen, dass alle Musiker, die auf dem Podium spielen, und das sind manchmal ja weit über 100, kommen also durch diesen schmalen Gang, sammeln sich im Treppenhaus weit runter und müssen sich dann an dieser engen, ungünstigen Position aufteilen, um von beiden Seiten die Bühne betreten zu können. Genau. Und das wird sich natürlich in Zukunft entsprechend ändern, weil wir auch im Untergeschoss die Räume neu ordnen, mit Stimmzimmern, mit Aufenthaltsräumen und so weiter und dadurch auch die Zugänge beidseitig zur Bühne praktisch öffnen können. Mhm. Also wir befinden uns jetzt hier bei den Solo-Garderoben. Richtig. Und auch die Dirigentengarderobe ist hier rechts und aber eben auch, das hatte ich vorhin schon angesprochen, sind die Toiletten für die Menschen mit Behinderung. Ja. So dass es also vor dem Konzert, in der Pause, nach dem Konzert hier immer regelmäßig ja, zu Zusammenkünften kommt. Etwas ungewöhnlicher Art, weil natürlich zum einen die Musiker entweder ihre Pause verbringen wollen oder nach dem Konzert sich hier in die Arme fallen und gleichzeitig bildet sich eine Schlange für die Damen und Herren, die Behindertentoiletten benutzen wollen. Genau. Und man muss ja auch sagen, das hier ist eigentlich ein Aufenthaltsbereich für alle. Ihre Orchesterwarte, die vor und nach der Vorstellung praktisch einrichten bzw. wieder abräumen und so weiter. Das ist der einzige Bereich, in dem man sich aufhalten kann. Ja. Und es gibt einfach hier auch deutlich zu wenige Garderoben. Also ja. Selbst wenn man jetzt schon mal an so ein Standardwerk wie 9. Sinfonie von Beethoven denkt, ja, hat man schon eine Garderobe zu wenig. Ja. Weil eben da vorne die abgeschlossene Tür in Richtung NDR ist. Genau. Das ist jetzt also die größte Garderobe hier im Untergeschoss und offiziell ist es der Chorproberaum. Ja. Aber ich glaube, eigentlich hat hier schon ziemlich lange keine Chorprobe mehr stattgefunden, oder? Vermutlich. Nicht mehr so viele. Und man muss auch sagen, wir haben hier zum Beispiel einen Notausgang im Moment noch. Das würde bedeuten, Sie müssen über dieses Fenster und über einen Lichtschacht das Gebäude verlassen. Das sind natürlich Zustände, die einfach so nicht mehr sein können und dürfen. Ja, das ist praktisch aufregend. Wenn jetzt hier der ganze Chor rauskommt. Schöne Vorstellung. Und solche Notausgänge sind ja auch nicht für jeden geeignet. Das, was Sie jetzt sehen, ist museumsreif. Ja, oder? Muss man sagen. Deshalb aber, auch wenn es museumsreif ist, für damalige Verhältnisse ein fast Meisterwerk der Technik. Also bevor das abgerissen wird, müsste man hier eigentlich noch eine Folge Raumschiff Orion oder irgendwie sowas produzieren, oder? Könnte man fast machen, ja, würde passen. Naja, was sehr entscheidend und wichtig ist auch, dass die räumliche Größe dieser Technikzentrale ausreichend ist. Auch für das, was wir zukünftig hier einbauen. Sehen natürlich an dem Alter dieser Schaltschränke, das stammt alles noch aus der Errichtungszeit, ist in Teilen nachgebessert worden. Es hat auch immer Wartungen gegeben, aber es ist halt so, dass diese Technik mittlerweile nicht mehr erhaltbar ist und insofern komplett eigentlich aus den Rohbauten zurückgeführt wird und alles einmal neu eingestellt wird. Also wir reden darüber, dass tatsächlich jede Leitung, jedes Rohr erneuert wird. Ja.
Was aber auch bedeutet oder was man auch sagen muss, ist, dass die Zuluftsituation in dem Saal zum Beispiel genau richtig geplant ist. Wir haben unter dem Parkett ein komplettes Plenum, durch die wir Zuluft reinbringen und im oberen Teil absaugen. Okay. Genau so sehr soll es sein, so möchte man es haben, so würde man es auch in jedem Konzertsaal, den man jetzt baut, bauen. Und bedeutet auch, dass wir voraussichtlich keine Zugerscheinungen und solche Dinge haben, weil genau das wäre unangenehm, gerade auch bei Kühlung, sommerliche Temperaturen. Diese Dinge dürfen natürlich nicht stattfinden. Wir werden mit dem Philharmonischen Orchester Kiel im Juni nächsten Jahres unser vorerst letztes Konzert vor der Sanierung hier spielen. Herr Eudingstein, vielleicht können Sie ein paar Worte noch verlieren über den Zeitplan des Sanierungsprojektes. Also wie Sie sagen, im Juni die letzten Konzerte, Schleswig-Holstein Musikfestival. Das kommt ja noch im Sommer dran. Ja. Drankommen. Ab Ende August steht das Gebäude für uns, für den Bau zur Verfügung. Wir werden dann Rückbauten machen, Thema Saal, Wandverkleidung und so weiter, aber auch Technik und so weiter dann rausräumen. Und wir werden voraussichtlich im April 2024 dann soweit sein, dass wir Ihnen das Gebäude wieder übergeben können. Da freuen wir uns jetzt schon drauf. Ich freue mich auch schon drauf, mit Ihnen bald hoffentlich wieder hier Interviews machen zu können, wenn wir uns dann schon auf der Baustelle befinden oder von draußen auf die Baustelle schauen. Und ja, ich glaube, wir alle haben ein gutes Gefühl, dass dieses Projekt bei Ihnen in guten Händen ist. Und es klingt alles sehr, sehr vielversprechend. Und ich glaube, wir können uns auf einen klasse neuen alten Konzertsaal am Kieler Schloss freuen.